Zerstörung. Ein Lüftungsschacht in der Kanalisation. Ja. Soll man davon noch halten, ne? So. Jetzt sind wir hier. Also, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, die Kanalisation ist sehr groß. Und hier ist es auch nicht gerade klein. Genau, jetzt kommen wir nämlich in den Bereich rein, wo es richtig lustig wird. Wo ich mich damals nämlich auch schon im Let's Play Together verirrt habe. Das weiß ich nämlich noch. Das Problem ist, damals waren wir ein Tree mehr. Das heißt, wir waren in der Lage, die Ratten wenigstens auszusaugen, damit wir wenigstens etwas Energie retten konnten. Jetzt als Ventru dürfte es ziemlich schwierig werden, Energie zu retten. Das heißt, wir müssen unsere Blutkonserven und unseren Kelch des Hasses in Kombination einsetzen, gegebenenfalls. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Blutpunkte unser Kelch des Hasses schon aufgenommen hat. Ich hoffe, dass das ziemlich viele sind. Möglichst das Maximum. Das wäre genial! Ich weiß noch, damals bin ich einfach so runtergestürzt. Wie so ein Stein. Einfach mal so, Crash Bandicoot-Style, sag ich jetzt mal so, einfach runtergefallen. Genau so. Aua. Das tat weh. Also zumindest den Protagonisten. Und jetzt müssen wir durch diesen Ventilator da durch. Oder Turbine, je nachdem, wie man es auslegen. In die Mitte, genau. Und runter. Autsch. Okay, wir sind unten und fast tot. Die Kelch des Hasses hat 9 Punkte, sehr gut. Okay, damit haben wir unsere Punkte wieder ausgeglichen. Und wir können jetzt weiter voranschreiten. Boah. Alter. Also es wäre schön, wenn ich in diesen 30 Minuten... Autsch. Zu den Nosferatu durchkomme. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber Hauptsache, wir haben diesen hauptsächlich schweren Teil... da ist noch so ein Ding. Hauptsächlich, wir haben den schweren Teil durch. Greifen die uns an oder lassen die uns in Ruhe? Anscheinend lassen sie uns noch in Ruhe. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie angreifen. Wir brauchen die MP wieder. Gegen dieses Biest. Verdammt! Genau das habe ich befürchtet. Wie in der Tierwelt. So ein bisschen. In einer kranken Art von Tierwelt. Aua! Okay. Gut. Kurz mal die MP aufladen. Denn die brauchen wir noch. Gut. Solange sie noch Munition hat, ist sie noch von Vorteil für uns. Mit Schusswaffen und Hammer schreiten wir weiter voran, liebe Leute. Autsch. Zum Glück habe ich den Kelch des Hasses benutzt, sonst hätten wir jetzt nämlich ein richtiges, ein dickes Problem gehabt. So. Apropos dickes Problem. Ich setze mal die Spess ein. Ui, die macht ja ordentlich Schaden. Oh, was machst du da, Typ? Scheiße. Aua. Au. Fuck. Töte sie. Wieso hast du eigentlich diese Ansicht? Oh. Ach, deswegen. Man hört das Magazin mit den Hülsen, die dann runterfallen. Ach, okay. Ich habe mich schon gewundert. Ah. Ja, das ist ein reiner Überlebenskampf hier unten. Also das ist echt nicht mal eben so locker lässig gemacht. Da ist wirklich schon... da ist noch so ein Scheißding. Spess! Ich brauch die nochmal. So ist es besser. Schon vor allen Dingen schön aus der dritten Person Perspektive, ne? Okay. Gut, das Ding hat sich schön gefügig abballern lassen, das finde ich gut. Okay, Wechsel auf den Hammer. Eieieiei. Hier ist was los. Solange wir Munition haben, sollten wir keine Probleme hier haben. Zumindest was die Gegner angeht.
Was die Orientierung angeht, ja, das ist eine andere Sache. Scheiße. Okay, die Spess kommt wieder mal zum Einsatz. Biss dich. Halt die fern von mir. Du hässliches Vieh. Yeah. Okay, wir haben noch zwei Magazine knapp. Das finde ich blöd, dass ich nicht in die erste Person gehen kann. Naja, gut. Das werden wir dann auch schon so irgendwie hinkriegen, hoffe ich mal. Da ist ein Ventilator. Oder eine Turbine, je nachdem, wie man es auslegen will, wie gesagt. Und da geht es noch weiter nach unten. Och nee, da ist noch so ein Vieh. Wie hoch sind dann... ein Punkt. Super. Das ist ja auch richtig viel, ein Punkt. Also wir müssen ihr tatsächlich in den offenen Bauch... Oder SR. In den offenen Bauch reinschießen. Super, wir haben nur noch einen Schuss. Klasse. Schöne Flucht der Karibik-Verhältnisse. Ich habe nur noch einen Schuss. Klasse. Fuck. Nicht gut. So. Ah ja. Okay, da müssen wir später hin. Das heißt, wir haben dann schon mal den relevanten Bereich soweit freigeräumt, ja? Verstehe ich das richtig? Ja. Wir haben den relevanten Bereich schon mal freigeräumt. Das ist schön und gut. Aber uns fehlt noch das Wichtigste. Wenn wir das nämlich nicht haben, dann kommen wir nämlich nicht weiter. Und das wäre nicht so geil. So, ich denke mal, das Video und die Sprachdatei, die werde ich dann erstmal lagern. Und die vorige Session erstmal fertig machen. Was erzähle ich euch das eigentlich? Das interessiert euch doch sowieso nicht. Also egal, ich kann nur mal so frei herausreden. Dass ich das erstmal einlagern werde. Vielleicht nehme ich dann noch die zweite halbe Stunde dann am nächsten Tag oder so auf, dass es dann doch noch eine komplette vernünftige Session wird. Weil irgendwie hasse ich es, irgendwas unvollständig zu lassen. Ich finde das nicht schön. Ich mag das nicht. Also von Hass kann man da nicht reden. Aber ich finde das einfach nicht schön, das irgendwie unvollständig zu lassen. Uah! Boah, du... Alter! Hab ich mich verjagt. Du Arsch. Alter, hab ich mich verjagt. Alter, hab ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Das war aber echt nicht nett. Ja, ich habe es im Ocean House Hotel gesagt und hier trifft es zu. Oh nee. Okay, jetzt müssen wir die MP nehmen. Lade nach, Typ. Lade nach. Schneller. Mensch, trifft doch mal richtig. Okay. Super. Gut, der Hammer. Dann ist das Vieh auch schon mal weg. So, was erwartet mich hier? Schon mal kein dickes Monster. Schon mal gut. Hier auch nicht. Schon mal gut. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Jo, hier waren wir schon. Okay, dann müssen wir wieder runter. Gut, das heißt, wir hängen jetzt hier immer noch fest. Aber immerhin, wir haben hier schon mal ein paar Monster weggeräumt. Das ist schon mal ganz gut. Auch wenn wir ordentlich Munition dabei eingebüßt haben. Aber wir haben bisher keine Blutkonserve verbraucht. Und das macht mich so ein bisschen stolz. Denn ich will die Blutkonserven... Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich will die Blutkonserven so lange wie möglich aufsparen, tatsächlich. Und, ja, wie gesagt. Der Kelch des Hasses, der gleicht so einiges aus. Also wenn ihr das Spiel selber spielt, nehmt auf jeden Fall den Kelch des Hasses mit. Das lohnt sich echt.
Egal welchen Clan ihr spielt. Also bei Nosferatu weiß ich nicht, wie das ist, aber bei allen anderen menschlichen Vampir-Clans, in Anführungsstrichen, lohnt es sich auf jeden Fall. Gehen wir mal hier hoch. So, und die Musik. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das sieht nach einer Nosferatu aus. Und zwar einer weiblichen Nosferatu. Die gerade vernichtet wurde. Super. Und ich stehe hier jetzt alleine! Oh, Arsch. Stirb! Und da ist noch einer, der gestorben ist. Au. Komm schon. Bring es zu Ende. Ich hau dich zu Kleinholz. Und lass dich meine Präsenz schmecken. Yeah, der ist weg. Authentifizierungskarte. Genau die brauchen wir nämlich. Jetzt nur noch zu der Stelle kommen. Scheiße. Wir sind fast tot, sehe ich gerade. Aber eine Tür gibt es noch. Und die Tür lässt... Oh, nee, da ist noch einer. Okay. Du willst also auch noch Ärger? Dann komm her. Nein, 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 nein. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Das ist fies. Auch wenn es nur zwei Blutpunkte sind. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich nicht im Stich, Junge. Oh. Alter Schwede. Lecco mio. Aber mit Anlauf. Boah. Alter Schwede. Boah. Fast tot, zwei Waffen fast komplett leer. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Authentifizierungskarte. So. Meine Fresse. Gleich mal schnell speichern. Alter Schwede. Boah! Ja, das ist schon arschig hier, muss ich echt mal sagen. Also nicht seitens des Spiels, sondern seitens der ganzen Monster, die sich hier aufhalten. Also, boah. Echt, also mit einer guten Bewaffnung und guten Skills kann man hier schon was reißen, wie man gesehen hat. Aber wenn man wirklich eine Schrottbewaffnung hat, wie zum Beispiel diese Erbsenpistole, wenn man nur mit der hier rumlaufen würde, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich meine, hier gab es tatsächlich noch eine Tür. Das sind wir schon wieder am Anfang. Toll. Super. Ich finde übrigens, der Anfang hat so ein bisschen was vom Kolosseum. Von dem, von der Kanalisation. So ein klitzekleines bisschen. So. Das Problem ist jetzt, ich habe mich komplett verlaufen. Das ist jetzt das ganz Tolle. Und ich versuche jetzt irgendwie die ganze Zeit diese creepy Musik zu übertönen. Ich meine, hier gab es echt noch eine Tür. Wo man rein konnte und wo man da noch Nachforschung anstellen konnte. Ich meine es. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Das ist das Problem. Ich weiß auch leider nicht, wo sich dieser Distrikt befindet. Okay, wir sind gerade im Kreis gelaufen. Der Rick? Der Ricardo. Den verdanke ich übrigens den neuen Endcard. Habe ich gar nicht gesagt in der letzten Session. Den habe ich das zu verdanken, dass er das gemacht hat. Also nach meiner Idee, aber er war hauptsächlich der Umsetzer davon. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, auch wenn du das nicht guckst, das weiß ich. Der hat sich nämlich darüber mokiert, dass momentan so viele das Spiel spielen, obwohl es schon über 12 Jahre alt ist. Ja. Es ist eben halt so. Dieses Spiel ist eben halt alt und hat seinen Reiz. Da geht's hoch. War ich da schon? Ich weiß es nicht. Eine Orientierung der Jungen, ich weiß. Ich werde jetzt diese halbe Stunde auch noch überziehen, denke ich mal. Bis ich tatsächlich bei den Nosferatu bin. Ja, da waren wir schon. Da war die Authentifizierungskarte, die wir brauchen. Oder, liebe Leute, ich würde sagen, ich beende das jetzt hier erstmal.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und fürs Mitfiebern und Miterschrecken und wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Endcard folgt dieses Mal nicht, weil ich werde die Session noch vervollständigen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.